Hallo liebe Gartenfreunde, heute war ein extrem heißer Tag. Wir hatten teilweise 40 Grad hier, ihr bestimmt auch. Eben in den Nachrichten gehört, einer der heißesten Tage dieses Jahr. Mal sehen, was die nächsten Tage bringen. Jetzt hat sich ein bisschen zugezogen, wir haben Hoffnung auf Regen. Aber ich nutze jetzt mal die späten Stunden, wir haben circa 9 Uhr, um einen kleinen Gartenrundgang jedenfalls anzufangen. Mal sehen, ob wir den ganzen vor der Dunkelheit schaffen. Ansonsten geht's morgen weiter. Kommt einfach mal mit. Direkt am Eingang von meinem Garten etwas, wo ich mich sehr drüber freue, meine Herbsthimbeeren. Hier fast so groß wie ich, also 1,90 Meter ungefähr. Die blühen jetzt und das ist total praktisch. Die einen Sommerhimbeeren gerade abgeerntet und hier blühen schon wieder die nächsten Himbeeren. Die sind so in schätzungsweise 3 Wochen dann erntereif, das heißt monatelang Himbeeren. Und hier, das ist die japanische Weinbeere, auch neue Triebe. Da hatte ich ja, ich glaube, letzte Woche ein Video zu gemacht. Könnt ihr euch anschauen, wenn euch das interessiert. Ist eine super interessante Pflanze. Und im Gegensatz zu Himbeeren, die bei feuchtem Wetter auch gerne mal schimmeln, sind die total resistent gegen Schimmel, gegen die Kirschessigfliege und schmecken wirklich gut. Also interessiert euch das, schaut euch das Video an. Hier in dem Bereich meiner neuen Beete, die Erbsen sind schon längere Zeit weg, der Mangold immer noch in Ordnung, der hat jetzt ein bisschen an der Trockenheit gelitten, ist aber nicht so schlimm, der erholt sich auch wieder, den möchte ich ja am liebsten auch noch nächstes Jahr ernten. Die Zwiebeln, die sind jetzt so langsam erntefertig, das Laub ist noch nicht ganz verdorrt, kann ich also auch noch eine Woche stehen lassen, aber hier die Schalen sehr schön abgetrocknet und die ersten sind schon in meine Küche gewandert. Die werde ich wohl in Kürze ernten, nochmal trocknen lassen, eine Woche, bis die wirklich dann trocken sind. Und dann kommen die in den Keller und ich glaube, dann habe ich für die nächsten Monate eigene Zwiebel, was mich total freut. Vor mir die Möhren. Auch die brauchen noch ein bisschen. Das ist ja so eine extrem große Sorte. Die Petersilie davor. Hier noch ein paar Puffbohnen. Die sehen jetzt nicht mehr so schön aus. Das sind die hier. Die wollte ich eigentlich für Saatgut nehmen, die letzten. Aber das hat irgendwie nicht geklappt. Die kriegen innen so komische Schimmelflecken. Keine Ahnung, was das ist. Aber ich denke, einige davon werden sich dann schon als Saatgut eignen. Hier mein Knollenfenchel, der ist jetzt erntereif. Ich glaube, der wird nicht mehr größer, hatte ich das letzte Mal schon gesagt. Lieber ein bisschen früher ernten, auch wenn er ein bisschen kleiner als im Supermarkt ist. Hauptsache, der schießt nicht. Was der dieses Jahr hat, so komische schwarze Triebspitzen, scheint nicht weiter schlimm zu sein. Wundert mich nur, keine Ahnung, was das ist. Der Staudensellerie, der hat auch ordentlich zugelegt und der sieht natürlich nicht so aus wie im Supermarkt, wo man diese hellen Stangen hat, weil den habe ich natürlich nicht geblichen. Da könnte ich jetzt so einen Pappkragen drum machen, dann kriegt er ein bisschen weniger Licht, schießt in die Höhe und dann habt ihr halt diese weichen, hellen Triebe. Aber ich finde, der schmeckt so intensiver, kommt immer mal wieder was in die Suppe und vielleicht bleiche ich mal eine Pflanze. Was mir nicht so gefällt, ist das hier. Eine fängt an zu blühen und das ist dann auch die erste, die dann verwendet werden muss. Hier an die komplette Zaunseite, da stehen verschiedene Himbeersorten, die ich dieses Jahr gepflanzt habe. Die haben jetzt nicht so viel getragen, aber wie man hier sieht, da kommen neue Triebe, teilweise auch Herbsthimbeeren, schon wieder mit Blüten. Hier vor mir, ganz ehrlich Leute, ich kann manchmal nicht daran vorbeigehen. Unser Großmarkt hat diese Sonnenhüte reduziert und dann kosten die nur noch 2-3 Euro. Und da die mehrjährig sind, werden die hier eingepflanzt und ich bin sehr gespannt, was da wiederkommt. Aber das sind so tolle Blumen und für das bisschen Geld kann ich da einfach nicht vorbeigehen. Ich denke, einigen von euch geht es wahrscheinlich ähnlich. Hier in der Ecke auch eine ganz wichtige Pflanze für mich, das ist der Holunder, der gehört wirklich bei mir in jeden Garten rein. Haben wir noch ein riesiges Exemplar hinterm Haus, nicht wegen der Blüten, das schmeckt auch nicht schlecht, so als Pfannkuchen, aber die Holunderbeeren, da machen wir Saft und Gelee draus. Das ist so mit Abstand das Einzige, was ich an Gelee ab und zu mal esse, weil es hat ganz besonderen Geschmack. Und wenn ihr zur Holunderzeit mal unser Rezept sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Dann mache ich da endlich mal ein Video von. Ich glaube, da rede ich schon einige Jahre von. Aber solltet ihr auf jeden Fall machen, ist eine super Pflanze. Und direkt hier unter dem Holunder, aber nicht beschattet, drei
Tomaten. Und ganz genau weiß ich nicht, welche Sorte das ist, weil die hatte ich gegen Ende der Pflanzsaison noch von einem Zuschauer geschenkt bekommen. An der Stelle nochmal danke, André. Und du kannst ja mal drunter schreiben, welche Sorte das hier ist. Ich meine, es ist nicht die San Viva, es könnte die Resibella sein. Sind auf jeden Fall sehr gesund, dicke Stiele. Und ja, hätte ich die nicht ausgegeizt immer wieder, wäre das jetzt schon ein einziger Dschungel hier. Vor mir, das ist eine Duftnessel, eine Agastache, in dem Fall eine Anis-Agastache. Und das ist ein riesiger Busch geworden. Verwendet habe ich die allerdings noch nicht, aber da kann man wohl einen hervorragenden Tee draus machen, hat mir jemand gesagt. Und wir arbeiten gerade mit einem kleineren deutschen Saatgutunternehmen an der Erweiterung unseres Sortimentes. Und bald in den nächsten Monaten kommen wohl so 100 bis 150 neue Saaten im Bereich Kräuter, Wildpflanzen und so weiter rein. Und das ist erst der Anfang. Die Zucchini, die hier wächst, die sollte eigentlich nicht da wachsen. Die wächst eigentlich in dem Beet daneben, aber die ist so eskaliert und ich hatte eigentlich den Vorsatz getroffen, dieses Jahr nur kleine Zucchinis zu ernten und die ist noch klein. Gestern hatte ich eine, die ist ungefähr doppelt so groß geerntet, kam ich hier mit 20 Kilo Zucchini im Eimer zurück, als ich im Garten war. Aber das Schöne ist, die 200 Meter bis zu meinem Haus, meistens kriege ich die dann an irgendwelche Nachbarn verschenkt und kann denen damit eine Freude machen. Aber das ist dieses Jahr schon gewaltig und ja, wie gesagt, immer wieder der Tipp, wenn ihr nicht hinterherkommt, ihr habt die schon eingelegt und alles damit gemacht, lasst die einfach richtig groß werden und dann könnt ihr die ähnlich wie ein Kürbis einlagern. Dieses Jahr hatte ich meine letzte eingelagerte Zucchini kurz nach Weihnachten essen können und das ist dann immer noch für eine Suppe gut. Viele sagen ja, so große Zucchinis schmecken nicht. Ich liebe große Zucchinis, genauso wie kleine Zucchinis. Haben beide eine Berechtigung in der Küche und ja, ist doch nicht schlecht, so ein Ding hier. Hier die anderen Zwiebeln, die ich über den ganzen Garten verteilt habe. Ein Saatguthütchen in der Coupé 77. Das sind wirklich dann am Ende 70 Zwiebeln geworden. Und das ist die Eilsa Crack, diese Gemüsezwiebel. Und das ist jetzt noch eins der kleineren Exemplare. Mein größtes bis jetzt waren 400 Gramm. Ja, es gibt Gemüsezwiebeln, die werden über ein Kilo, aber ganz ehrlich, brauche ich nicht wirklich. Die hat einen sehr guten Geschmack und die lasse ich auch noch ein bisschen stehen, weil im Gegensatz zu dem Laub von den Steckzwiebeln sieht das Laub hier noch richtig gut aus. Und das heißt, die werden auch noch ein ganzes Stück größer. Der Mais, der ist definitiv größer als ich. Der größte hier, ja, der geht schon bestimmt an die 2,50 Meter und noch ein Stück drüber. Die männlichen Blüten, hier oben das, die blühen jetzt alle. Was ich leider noch nicht sehe, sind die Kolben und die weiblichen Blüten da dran. Das macht mir ein bisschen Sorge, aber ich denke, die Pflanze weiß, was sie tut. In den nächsten Wochen werden die sich zeigen und dann sind die männlichen Blüten auch so weit und können die Fäden der weiblichen Blüten bestäuben. Und ich hoffe wirklich, dass dieses Jahr nicht wieder alles von Ratten weggefressen wird, wie im letzten Jahr. Ein, zwei Nächte und alles war weg. Und falls ihr das im letzten Sonntag das Video verpasst habt, schaut es euch unbedingt mal an. Da waren Experte hier, ein Schädlingsexperte und da mit dem habe ich ganz viel über Ratten gesprochen, wie man einen Garten unattraktiv für Ratten machen kann, wie man Fallen richtig aufstellt, warum man auf Gift verzichten sollte. Also wenn ihr euch das noch nicht angeschaut habt, ich verlinke es euch mal in der Videobeschreibung. Im letzten Jahr hatte ich gesagt, eigentlich mag ich es nicht, wenn Pflanzen richtig über meine Beete drüber auf die Wege wachsen. Aber das finde ich so schön hier. Kapuzinerkresse, dieser riesige Busch sind zwei Pflanzen Kapuzinerkresse. Der ist wirklich extrem gewachsen. Und was bei mir seit Jahren immer wieder kommt von alleine, das ist dieser einjährige Feldrittersporn, glaube ich, heißt der. Am Anfang hatte der nur diese Farbe. Inzwischen ist der teilweise auch weiß und rosa. Auf dieses Beet hier bin ich besonders stolz. Das ist mein Blumenbeet. Was ein bisschen dominiert ist, dieser wilde Majoran Dost oder wilder Oregano.
Hat nicht so für mich nicht ganz das Aroma wie ein richtiger Oregano, sieht aber super aus und wird auch total gerne von Bienen besucht. Dann hier, das ist eine schwarze Königskerze. Die bildet im Gegensatz zur großen Königskerze nicht nur einen Strang, sondern ganz viele. Und das Innere der Blüten ist so leicht dunkellila, deshalb schwarze Königskerze. Beobachtet mal die Insekten hier bei dem blühenden Oregano ganz genau aus der Entfernung. Sieht das vielleicht aus, als ob das ganz viele kleine Fliegen sind, aber das sind tatsächlich teilweise ganz viele Wildbienen dabei. Die sind winzig klein und meiner Meinung nach viel wichtiger noch als die normalen Honigbienen. Dann gibt es hier noch diverse andere Pflanzen, meine Dahlien, hier vorne der Borretsch. Und diese Pflanze, die ist besonders faszinierend, was Insekten anbelangt. Das ist Kugellauch, Allium spherocephalon, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Kugellauch halt. Und wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, gleichzeitig ganz viele Arten Bienen, Hummeln und so weiter. Und das dann wirklich den ganzen Tag lang. Dritten Jahr wiedergekommen. Das ist die Indianernessel, Monarde oder Oswego-Kraut. Ich liebe diese Pflanze wirklich, nicht nur vom Aussehen und der Größe her, und die ist auch total winterfest. Geschmack irgendwas zwischen Thymian, Oregano und Bohnenkraut, also wird nicht umsonst Pizzakraut genannt. Was gerade total eskaliert, ist der Kürbis. Eigentlich gehören hier zwei von meinen neuen Beeten hin. Das habe ich dieses Jahr nicht mehr geschafft. Deshalb einfach 8 Kürbispflanzen und nochmal 8 Essiggurken gesetzt. Und ich kann mich vor Gurken nicht retten. Habe gestern 16 Gläser eingemacht und die Ernte geht laufend weiter. Keine Ahnung, wie viele Gläser das noch werden. Aber auch der Kürbis, das ist dieser Effekt von dem Boden, der ein paar Jahre nicht verwendet wurde. Auf der anderen Seite die Kürbisse, da steht einer, der kümmert dahin und das sagt mir jetzt Folgendes. Nicht, dass da Nährstoffe fehlen, weil ich habe denselben Dünger dran gemacht, sondern dem Boden auf dem alten Stück fehlt zum Teil Humus. Und da muss ich mich dringend für das nächste Jahr drum kümmern, ordentliche Fuhre, Mist, Humus, Kompost da reinzuarbeiten, damit der auch besser Wasser speichern kann, Nährstoffe, ein bisschen wieder den Boden reaktivieren, noch einen Bodenaktivator rein, also natürliches Produkt, und dann hoffe ich, dass es da auch bald wieder so aussieht. Was hier zwischen ist, zum Glück jetzt über die Kürbisse gewachsen, weil lange Zeit keine Chance gehabt. Das ist der Yacon. Da freue ich mich auch besonders drauf. Hier neben mir, das sind Buschbohnen. Und da hinten dieses riesige Gestell, das sind meine Stangenbohnen. Und hier habe ich wirklich das Problem, da oben komme ich inzwischen kaum mehr dran, also die Leiter steht schon bereit.
Jetzt sind 3 Tage vergangen. An dem Abend hatte ich es tatsächlich nicht mehr geschafft, den Gartenrundgang zu Ende zu machen. Es wurde zu dunkel und in den darauffolgenden Tagen, ja, da hat es endlich mal wieder geregnet. Und zwar so ein richtig schöner, kontinuierlicher Regen, mal für ein paar Stunden, für die ganze Nacht. Kein extrem stark Regen, das war richtig klasse. Und man merkt mal wieder, wie der Garten aufatmet. Also insofern vom Wetter her bin ich jedenfalls recht zufrieden. Bevor es zu trocken wird hier, fängt es an zu regnen. Es ist aber auch nicht über längere Perioden zu nass. Ich weiß aber, das ist nicht in ganz Deutschland so. In Norddeutschland gibt es Regionen, wo es mal wieder 2 Monate nicht geregnet hat. Das ist wirklich übel. Naja, kann man nichts machen. Und jetzt machen wir einfach mal mit dem Gartenrundgang weiter. Das Hochbeet nimmt immer mehr Formen an, wie ich das geplant hatte. Vorne schon fast überrangt von der Süßkartoffel. Das ganz große, das ist der Jacon, der wesentlich größer ist als der, den ich in den Boden gepflanzt habe, jedenfalls bis jetzt. Und was hier hochwächst, das ist die Sanviva. Und wie ihr hier seht, die hängt wirklich sehr, sehr gut voll und ist auch schon oben angelangt. Ja, gucken wir mal, jetzt muss er sich abbiegen, dann wächst er halt wieder runter. Hier im Tunnel geht es wirklich ab, bis jetzt noch keine eindeutige Kraut- und Braunfäule gefunden. Wenn ich irgendein verdächtiges Blatt sehe, kommt das direkt ab. Aber ihr seht hier, die ersten Tomaten werden rot bzw. schwarz, die Black Cherry. Da hinten Spitzpaprika, Ananastomaten und die Black Cherry, die konnte ich jetzt schon zum 3. Mal mit den Tomatenhaken umhängen. Die ist wieder an der Decke anbelangt und viele schreiben mir immer, ihr habt Angst, die umzuhängen, wenn die Tomaten so einen dicken Stiel haben, dass die dann einfach abknicken. Ihr dürft die natürlich nicht auf einmal einen ganzen Meter abhängen oder umhängen, sondern immer mal so 22 cm, denn so groß ist ein Tomatenhaken, manchmal auch das Doppelte, dann hängt man es 30, 40 cm rüber und der Stiel hängt ein bisschen schräg und der wächst dann in diese Richtung rein. Also da müsst ihr wirklich keine Sorgen haben, dass da irgendwas umknickt, es sei denn natürlich, ihr geht damit Gewalt dran. Eigentlich wollte ich in diesem Jahr ja gar keine Chilis haben, weil ich habe noch so viele Chilis als Pulver vom letzten Jahr, aber na gut. Die Cheyenne, das musste sein und auch die Lemon Drop auf der anderen Seite, da wird schon einiges rankommen dieses Jahr. Dieses Jahr habe ich den Raum an meinem Tomatengestell ganz gut ausgenutzt. Vorne eine große Reihe Lauchzwiebeln, dahinter die Tomaten und da wird tatsächlich schon die erste Freilandtomate rot und dazwischen hinten, das sind Essiggurken. Irgendwann bin ich zur Vernunft gekommen und habe mir gesagt, du schaffst es nicht mehr, die geplanten Umbauten an der Hütte durchzuführen dieses Jahr, die ich ja geplant hatte. Und ihr seht es schon an den Schnüren hier, ich habe Tomaten davor gesetzt. Keine Freilandtomaten, die stehen hier ein bisschen geschützt und bis jetzt spielt der Sommer ja auch ganz gut mit. Verschiedene Sorten und einfach mal schauen, was da alles Schönes bei rumkommt. Bis jetzt bin ich da sehr zuversichtlich. Das hier müssten San Marzanos sein und kontrollieren, keine dunklen Stellen darunter, also keine Blütenendfäule. Zugegeben, ein bisschen enttäuscht war ich schon, als an dem Kaki-Baum die ganzen Kakis irgendwann abfielen. Da waren sehr viele Blüten dran, sehr viele Früchte, die auch schon so aussahen, als ob sie bestäubt waren. Aber irgendwann, als die so stachelbeergroß waren, sind die alle abgefallen. Naja, Baum im ersten Pflanzjahr, das ist ganz normal. Übervoll mit Äpfeln ist der kleine Apfelbaum, der hier schon drin stand. Eigentlich zu viele, da sollte man welche entfernen, um die Fruchtgröße zu verbessern. Ist mir aber relativ egal und im Grunde genommen macht der Baum das auch schon selber. Im Moment wirft er viele dieser unreifen kleinen Äpfel selber ab. Naja, mal gucken, wie die so sind und was das überhaupt für eine Sorte ist. Vielleicht kriege ich das ja noch irgendwie raus. Wer zum Glück die Früchte nicht abgeworfen hat, das ist die Blaubeere hier, steht im Topf in extra Blaubeererde und da bin ich sehr zufrieden mit und im nächsten Jahr hoffe ich, dass auch die anderen 3 Sorten, die ich noch gekauft habe, fruchten werden. Blaubeeren, das ist schon was ganz Besonderes, finde ich.
Diese Artischockenpflanzen wurden dieses Jahr ausgesät und wie ihr seht, die tragen jetzt tatsächlich schon die ersten Artischocken. Die lasse ich natürlich nicht blühen, auch wenn das sehr schöne Blüten sind, weil das schwächt die Pflanze in den ersten 2 Jahren viel zu sehr und das sollen ja riesige Büsche werden, wo dann im Idealfall 20, 30 Artischocken pro Jahr dran sind. Was ich nicht in der Küche verwertet habe oder werde erstmal, das ist die Cardi hier, die Blattartischocke. Auch hier die kleinen Blüten dran, die aussehen wie Artischocken, sind es ja auch irgendwie. Aber die lasse ich tatsächlich blühen. Nur die Blattstrünke, da habe ich mich tatsächlich noch nicht dran getraut. Aber das Jahr ist ja noch nicht zu Ende. Vor der Cardi steht eine Physalis und das Lustige ist, ich habe die da nicht hingepflanzt. Die hat sich irgendwie ausgesamt, wahrscheinlich aus Vogelkot, die letztes Jahr im Nachbargarten gegessen haben. Und ja, sowas ist natürlich immer sehr positiv, wenn man auf einmal was hat, was man gar nicht gepflanzt hat. Mein Spargel, den ich dieses Jahr gesetzt habe, der ist wieder grün geworden. Der war zwischenzeitlich komplett runtergefressen von diesen Spargelhähnchen. Und ich dachte schon, okay, das war's jetzt, weil die Pflanze kann sich dann natürlich nicht weiter versorgen. Aber der ist wieder komplett neu ausgetrieben. Und insofern bin ich wieder ein bisschen optimistischer, was die Spargelernte im nächsten Jahr anbelangt. Und das war es jetzt auch schon mit diesem Gartenrundgang. Und schon wieder habe ich das Gefühl, ich habe euch nur die Hälfte gezeigt, weil hier gibt es tatsächlich noch jede Menge zu sehen. Aber wir brauchen ja auch noch ein bisschen Inhalt für folgende Videos. Und somit sage ich wie immer, hat euch das Video gefallen, gebt eben doch bitte einen Daumen nach oben, abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.